In der Bibel steht, dass einem Menschen jede Sünde vergeben werden kann, außer der Lästerung des Heiligen Geistes. Was bedeutet das? Gibt es wirklich Sünden, die man begehen kann, für die es aber keine Vergebung gibt und die ewige Höllenstrafe unabwendbar ist? Christus sagt im Matthäusevangelium: Deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer ein Wort wider den Menschensohn redet, dem wird vergeben werden. Wer aber wider den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder im jetzigen Weltalter noch im künftigen. Bezüglich dieser Stelle werde ich oft befragt, zum Beispiel wenn jemand einen Witz über den Heiligen Geist gemacht oder in seinen Gedanken über den Heiligen Geist Schlechtes gedacht hat. Doch um diese Aussage Christi zu verstehen, müssen wir den Kontext des Gesagten berücksichtigen. Es heißt ja schon am Anfang von diesem Zitat: Deshalb sage ich euch. Im 12. Kapitel des Evangeliums nach Matthäus wird ein Disput Christi mit den Pharisäern beschrieben. Zu Christus wird ein Besessener gebracht und Christus treibt aus ihm einen Dämon aus. Daraufhin beschuldigen ihn die Pharisäer, er hätte den Dämon nicht durch den Heiligen Geist ausgetrieben, sondern durch die Kraft des Teufels. Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten: Dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebub, den Fürsten der Dämonen. Das ist eine harte Anschuldigung. Doch Christus erklärt, dass das nicht möglich sei, denn der Teufel könne sich nicht gegen sich selbst und seine eigenen Dämonen richten. Jedes Reich, das mit sich selbst im Streit liegt, wird verwüstet. Und jede Stadt und jedes Haus, das mit sich selbst im Streit liegt, wird nicht bestehen. Und wenn der Satan den Satan austreibt, liegt er mit sich selbst im Streit. Wie nun wird sein Reich bestehen? In seinen Worten trennt Christus sich und den Heiligen Geist. Er sagt: Und wenn er wider den Menschensohn reden wird, dem wird vergeben werden. Wer aber wider den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden. Wieso gibt es nun einen Unterschied, ob jemand gegen Christus lästert oder gegen den Heiligen Geist? Beide sind doch Personen der heiligen Dreiheit. Christus ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Warum darf man also gegen den einen lästern und gegen den anderen nicht? Genau bei dieser Frage finden wir die Antwort. Während dieses Gesprächs wissen noch nicht alle Menschen, dass Christus Gott ist. Er hat sich noch nicht der Menschheit offenbart. Selbst die Apostel sind sich noch nicht ganz sicher, dass er Gott ist. Deshalb nennt er sich an dieser Stelle der Menschensohn. Wenn die Pharisäer also gegen Christus etwas Schlechtes gesagt haben, traf sie noch keine Schuld für Gotteslästerung. Sie wussten noch nicht, dass Christus Gott war. Doch sie hätten wissen müssen, dass nur Gott einen Dämon austreiben kann. Indem sie also sagten, der Dämon wäre durch den Teufel ausgetrieben worden, haben sie gegen Gott gelästert, also die Unwahrheit über ihn gesagt. Sie haben an dieser Stelle aus Neid und Stolz Gottes Werk verleugnet. Und genau dafür verwarnt Christus die Pharisäer. Er sagt: Hättet ihr nur gegen mich etwas gesagt, würde es euch vergeben werden, da euch aus Unwissenheit keine Schuld trifft. Da ihr aber wissentlich gegen Gott gelästert habt, wird euch das nicht vergeben werden. Was ist aber mit uns, wenn wir gegen den Heiligen Geist sündigen? Hier sind sich die heiligen Väter einig, dass Gott uns jede Sünde vergibt, wenn wir diese bereuen und beichten. Gott ist nicht hartherzig oder rachsüchtig. Er versteht, dass wir nur schwache Menschen sind und Fehler machen. Und er ist barmherzig wie ein liebender Vater. Er hätte auch den Pharisäern ihre Lästerung vergeben, wenn diese Buße getan hätten. Es ist übrigens ohne Belang, ob jemand gegen den Heiligen Geist, Gott Vater oder Gott Sohn lästert. Alle drei Personen der heiligen Dreiheit sind gleich Gott. Sie sind alle gleich heilig. Wer also gegen den Vater oder den Sohn lästert,
oder sündigt, begeht genauso eine schwere Sünde, wie wenn er gegen den Heiligen Geist sündigen würde. Doch in allen Fällen wird uns Gott verzeihen, wenn wir unsere Schuld verstehen, zugeben, um Vergebung bitten und uns ändern.